Sie sagen, man muss es ernst nehmen, was auch im Land offensichtlich sehr ernst genommen wird, ist das Szenario eines Blackouts. Jetzt wurde heute eine Broschüre vorgestellt, die zur Hilfestellung dienen soll. Also wie real wird ein Blackout-Szenario von Ihren Experten und Expertinnen wirklich Das ist eingeschätzt? eine gute Frage. Das hat sich auch über die Wochen geändert. Das kann sich auch laufend wieder ändern. Ich kann mich nur erinnern an den letzten Herbst, auch noch vor Weihnachten, aber zumindest im Spätherbst. Da war die Einschätzung eine völlig andere. Französische Atomindustrie, leider, weil wir wollen ja keine Atomweiler, aber es ist halt so, konnten nicht so produzieren, wie wir es in Europa brauchen, um das Netz ausgelastet zu haben und genügend Strom zu jeder Sekunde und jederzeit zu haben. Das Problem beim Strom ist, er kann nicht gespeichert werden. Das heißt, ich muss ständig so viel produzieren, wie ich in der Sekunde in ganz Europa brauche. Und die Netze sind liberal, das heißt offen. Jeder hat sozusagen den Strom aus dem Netz. Wir sind es gewohnt, der Strom kommt aus der Steckdose und Punkt. Wir fragen nicht, wer produziert dahinter. Es ist einfach selbstverständlich geworden und im Übrigen auch günstig gewesen in der Vergangenheit. Das ändert sich sehr grundsätzlich im Moment. Die Experten haben bei den ersten Stresstests im Spätherbst noch gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts wäre ja dann schon ein Totalausfall, ist vielleicht nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit von Strommangelerscheinungen, die sind übrigens auch unangenehm, mehrere Stunden oder so. Zu wenig Strom am Markt, das heißt, es muss eingeschränkt werden, muss gespart werden. Produktionen leiden darunter, die Wirtschaft leidet, die Haushalte. Das wären keine guten Dinge. Das wurde eher prognostiziert. Ich glaube, zum Jahreswechsel, darum sage ich, nicht krank jammern, nicht den Mut verlieren, nicht den Optimismus verlieren. Man arbeitet an diesen Dingen. Jetzt sagen mir die Experten, das hat sich deutlich entspannt. Aber nicht, weil die Politik jetzt so gearbeitet hätte oder die Wirtschaft, sondern weil das Wetter so war. Also in ganz Europa war es eigentlich so im Moment. Wir haben einen sehr warmen Winter zurzeit. Das führt dazu, dass wir weniger Strom brauchen, etwa um 20% weniger in ganz Europa, dass wir weniger Gas benötigen. Das ist auch ein Absinken um weitere 20%. Und gleichzeitig hat die französische Atomindustrie mit ihren Atomkraftwerken, man kann auch sagen, leider, aber es ist halt eben so, auch ihre Ressourcen ihren Output wieder steigern können. Das ist wesentlich verbessert worden. Jetzt sagen die Experten, diesen Winter Strommangellage eher nicht mehr. Das wird nicht mehr kommen sozusagen. Die Gefahr eines Blackouts, die hat man immer, wenn irgendwo in einem Land was zusammenbricht. Kroatien 2021, kein Mensch wusste das. Wir sind in Europa knapp vorbeigeschrammt, sozusagen an einem echten Blackout, weil wir Ausfälle in einem Land hatten. Italien 2003, flächendeckend Stromausfall, Blackout in Italien. Sofort hat das ganze europäische Netz mit reagiert. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, aber in Italien war es auch nicht lustig, weil die hatten eine Zeit lang keinen Was Strom. einen Wettbewerbsvorteil, unter Anführungszeichen, einen Wettbewerbsvorteil haben wir im Vorarlberg auch durch die Elwerke VKW? Ich glaube, einen ziemlich großen, weil wir haben das vor Monaten in Auftrag gegeben, weil bei der Frage, was kann uns dann passieren, sozusagen, war die Frage Blackout, sind wir vorbereitet, eine wesentliche. Ich glaube, man hat es lange ein bisschen unterschätzt. Dann haben wir begonnen, das auch zu bearbeiten, einen Lagebericht zu machen. Wo stehen wir da ganz genau? Die Nachrichten waren zum Teil positiv, für uns sehr gut, weil wir mit dem eigenen Energieunternehmen, mit eigenen Kraftwerken im Besitz des Unternehmens oder des Landes sogar sagen können, wir wären eigentlich in der Lage, in einer Notsituation einen Inselbetrieb aufzubauen. Wir kappen nach außen sozusagen im Notfall und produzieren nach innen ausschließlich. Das heißt, wir könnten innerhalb weniger Stunden einen Kraftwerksbetrieb wieder Schritt für Schritt hochfahren. Das zuletzt gebaute Kraftwerk Obervormund 2, das ist ein großes Kraftwerk im Montafon, das ist das zuletzt gebaute. Pläne der Zukunft haben wir ja auch. Würde zum Beispiel in der Frage eine Schlüsselrolle einnehmen. Und dann würden wir Schritt für Schritt stundenweise wieder beginnen, die Stromversorgung in Vorarlberg für Haushalte und Wirtschaft hochzufahren. Trotzdem haben wir Immer, gesagt, würden die Haushalte immer erst versorgt werden? ja, könnte sein, dass wir sozusagen einen Moment erreichen, wo wir ein paar Stunden, vielleicht nur ein paar Minuten, dann ist es auch nicht schlimm, aber wenn es ein paar Stunden ist, ist schon wieder anders. Wenn es über Tage geht, ist es natürlich noch schwieriger, dass wir mit weniger Strom auskommen müssten oder sogar mit einem echten Blackout. Aber bei der letzten Übung des Unternehmens, das wird laufend trainiert, alle paar Monate, da ist es gelungen, innerhalb von 4 bis 5 Stunden die komplette Stromversorgung über einen Inselbetrieb simuliert wieder aufzubauen. Jetzt wissen wir alle, eine Simulation ist eine Simulation ohne echte Katastrophenlage. Im Ernstfall kann es vielleicht ein bisschen wilder zugehen. Aber der Bevölkerung sagen wir, ich habe die Broschüre extra mitgebracht, heute haben wir sie präsentiert, die ist in die Haushalte gegangen.
wir brauchen jetzt die Unterstützung von jedem dazu. Es reicht nicht nur aus, wenn wir ein gutes Unternehmen haben und wir uns vorbereiten, sondern wir brauchen auch diese Selbsthilfe, die Eigenverantwortung. Es kann jeder auch einen Beitrag leisten, sich im eigenen Haushalt für so eine Situation ein bisschen besser vorzubereiten. Man muss sich es vielleicht so vorstellen, wenn man sich darauf einstellt, etwa 72 Stunden lang ohne irgendwas durchzukommen und dafür im Haushalt dafür sorgt, dann ist man sicher ganz gut aufgestellt. Niemand weiß so ganz genau, was ein Blackout wirklich bedeutet. Und ich halte es für eine gefährliche Situation. Zum Beispiel, das Handy funktioniert nicht mehr, sie können nicht mehr kommunizieren, sie können nicht ihre Kinder anrufen, wenn sie vorher überlegen, was tun wir in so einer Situation. Die ganze Kommunikation bricht zusammen. Es wird keine Tankstelle mehr funktionieren bei einem Blackout. Es wird der ÖPNV nur eingeschränkt funktionieren können. Das Auto läuft, solange Sie noch einen Tank haben, können Sie sich noch ein bisschen bewegen. Diese Dinge, die brechen alle zusammen. Das heißt, die Tunnelanlagen funktionieren nach kürzester Zeit nicht mehr, müssen gesperrt werden. Arlbergtunnel zu, Ambergtunnel zu, Achrentunnel zu. Das sind so Szenarien, die man sich überlegen muss. Lebensmittelgeschäfte, mit denen haben wir gesprochen und vorbereitet. Die werden sehr schnell schließen und sehr schnell wieder öffnen können, damit sozusagen die Erstversorgung wieder funktioniert, sind die guten Nachrichten. Spitäler werden funktionieren, also dort, wo Notstromaggregate da sind und, und. Es gibt eine ganze Kette von Dingen, die man berücksichtigen muss. Die Feuerwehren werden funktionieren, da können wir mit Funk arbeiten und. Aber persönlich im eigenen Haushalt muss man wissen, kein Strom, da bricht alles zusammen, ich kann nicht telefonieren. Meine nächste Anlaufstelle ist eine Informationsstelle in der Gemeinde, die wird überall eingerichtet, wo ich weitere Informationen bekommen kann. Und man muss dazu sagen, wenn es ein echter Blackout ist, ein Radio einschalten mit Batteriebetrieb hilft auf jeden Fall. Weil das Einzige, was dann noch funktioniert, da sind ein paar Frequenzen hinten aufgezählt auch, ist das Radio in dem Bereich. Dann alle anderen müssen mit Notstrom arbeiten und das muss ja auch funktionieren. Auch der ganze Datenfluss bricht zusammen. Die Wirtschaft sagt uns, naja, wir haben ja alle Notstrom, das werden wir wohl herbringen, sozusagen die Produktion irgendwie anwerfen. Aber wenn ich keine Daten habe heutzutage, dann kann ich auch nichts mehr produzieren. Also wir leben ja alle auch im Zeitalter des Internets. Mhm.